Was geht ab, YouTube? Heute machen wir wieder Album-Reviews und Album-Killer von Farid Bang. Genau, Banger-Musik präsentiert. Das Cover sieht ja mega geil aus, so. Aber ich muss sagen, das Album war jetzt nicht mein Lieblingsalbum von Banger. Es war in Ordnung, war jetzt nichts Starkes, meiner Meinung nach. Ja, genau. Die Tracklist, also meine Lieblingssongs sind auf jeden Fall King Killer mit Kolle, Killer oder Mütter in der Trennungsphase fand ich ganz cool. Genau, Disco MMA, Spitte-Tour Tape, Tour Lape, genau. Maskulina mit Macho fand ich geil und ja. Lutsch fand ich witzig. Farid Boumaier, also an sich ein nicht so schlechtes Album, aber ich gebe dem Album ja eine 7 von 10. Also wirklich, es ist halt kein hartes Album. Wenn man bedenkt, es kam nach JBG 2 raus und da hat man sich halt was Hartes erhofft, weil, ne, Jung brutal gut aussehen 2, das war ja richtig auf die Fresse und dann kam sowas, ja, vor allem da hat er, glaube ich, Autotune auch genutzt, das fand ich echt schockierend, aber, ja, man muss ja immer was Neues machen, ich bin jetzt kein Freund davon, aber ey, wenn er es so machen will, dann soll er es so machen, genau. Ja, so sieht es halt aus, mal gucken, ob ich das Ding überhaupt rauskriege. Wenn ja, dann können wir es uns mal kurz. Ja. Okay. Genau. So. So sieht es also aus. Genau. Okay, hier sind die Songs. Ja, der Banger, der gönnt sich natürlich eine Massage. Ja, es gibt ja aktuell Gerüchte, dass der Banger ein Stricher sein sollte oder damals ein Stricher gewesen ist. Ich hoffe natürlich, dass es nicht stimmt, weil das wäre ja mega peinlich und dann wäre Farids Ruf ja komplett am Arsch. Aber mich würde es auch nicht, also ich sag mal so, mich würde es echt nicht schockieren, weil der eine Gangster-Rapper schiebt sich Silber in den Arsch, der andere ist Stricher, also wow. Das wäre jetzt, ja. ja, hier, Benz, genau. Hier mit seinem Pitbull. Genau hier, das die Spezialeinheit. Nee, nee, ganz normale Polizei. Ja. Genau, Alter, wie breit der da ist. Naja, kommt vom ganzen Testo. Und ja, hier, boah, das finde ich richtig geil. So. Ja, genau, das ist echt mega. So, das könnte auch ruhig das Albumcover gewesen sein, aber ey, auch ganz gut. 14.3. kam es raus. Sorry, 14. Krass. Ja. Also Leute, das war's von mir. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Album findet, Killer. Macht's gut und ja, Peace.